Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank, dass Sie dieses Video ansehen. Ich hoffe mal, Sie halten durch. Mein Name ist Reinhard Müller und wir wollen uns in diesem Video einfach mal ansehen oder wir wollen einen Wunschgedanken oder eine Wunschäußerung von vielen nachkommen, die sagen, hey, ich habe einen Webshop, da verkaufe ich was. Das heißt, zusammengefasst, wie bekommen Sie Ihre Bestellungen vom Webshop ins Swabi Profi 3 rein? Geht es? Und wenn ja, wie? So. Zum einen muss man sagen, technisch ist heutzutage ja fast alles machbar. Es ist immer eine Frage des Preises. Das Jahr 2015 oder für das Jahr 2015 haben wir uns viele, viele Online-Schnittstellen vorgenommen und ich freue mich an dieser Stelle, Ihnen schon mal eine Schnittstelle zu präsentieren und zwar, wie bekommen Sie die Daten aus Ihrem Webshop in Swabi rein und erstellen hier die Rechnungen und können es auch über Swabi verwalten. Denn in Swabi haben Sie auch die Möglichkeit, bei Rechnungen und Lieferscheinen Ihre erstellten Rechnungen auch zu verwalten. Das heißt, sagen, ich habe es bezahlt, Sie können was stornieren, Sie können Mahnungen schreiben, wie auch immer. Das heißt, Sie haben hier eine zentrale Verwaltungsstelle für Ihre geschriebenen Rechnungen. Demzufolge wäre es natürlich schön, wenn Sie die Daten aus Ihrem Webshop auch reinbekommen. Und das zeige ich Ihnen jetzt, dass es geht. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch kurz erwähnen, es gibt ja Dutzende von verschiedenen Webshops, ja? Und jeder Webshop macht es irgendwie anders. Deswegen haben wir aufgrund einer Umfrage und aufgrund von Erfahrungen, Recherchen, haben wir einfach festgestellt, dass es so 3, 4, 5 Webshops gibt, die am häufigsten im Einsatz sind. Und wir werden diese Webshops peu à peu integrieren, also nacheinander integrieren. Das, was ich Ihnen heute zeige, ist der Webshop Gambio. Gambio ist ein Webshop, da kommen wir vielleicht später dazu. Wir kommen jetzt einfach mal zum Eigentlichen. Wir wollen die Bestellungen reinholen. Was macht Swabi Profi 3? Er holt jetzt tatsächlich von unserem MySQL oder SQL Server, der, keine Ahnung, irgendwo steht, im Netz, wie auch immer, bei 1&1, bei Hetzen, bei Host Europe, bei Strato, mache ich ein bisschen Werbung für die Jungs. Steht irgendwo da ein Server und da liegt eine Datenbank. Und auf die Datenbank greifen wir jetzt gerade zu. Nun erhalten wir auf der linken Seite hier diese Liste. In dieser Liste sind die Bestellungen oder sind die Tage aufgelistet, an denen Bestellungen eingegangen sind. In der Spalte daneben erhalten wir die Anzahl der Bestellungen, die an diesem Tag jeweils eingegangen sind. Wir haben jetzt hier Musterdaten generiert, um Ihnen das ganz einfach zu zeigen. Denn wir können Ihnen das natürlich nicht in Echtzeit zeigen, weil es hier um Datenschutz geht. So, in der zweiten Liste erhalten wir die Bestellnummer. Aufgrund dieser Bestellnummer weiß Swabi oder liest Swabi dann die Daten des Bestellers und des Empfängers aus. So, weil der Besteller kann ja unterschiedlich sein. Das heißt, Sie, der Herr Mustermann, bestellt für seine Frau, die Frau Doreen Mustermann, etwas. Und deswegen gibt es Besteller- und Empfängerdaten. Dann haben wir in der Liste darunter die Artikel die verkauften Artikel zu der Bestellung. Und des Weiteren haben wir auf der rechten Seite die Warenwerte, eventuelle Mindermengenzuschläge, dann die Versandkosten. Hier können Sie zusätzlich wählen, ob diese mit oder ohne Mehrwertsteuer sein sollen, egal. Und den Button Rechnung erstellen. So, und das Coole ist das, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich will jetzt hier eine Rechnung erstellen, dann klicken Sie einfach auf den Button und sagen Rechnung erstellen. Jetzt können Sie Texte importieren. Wie auch immer, wählen den Verkäufer aus. Und das Ganze wird jetzt gedruckt. Wir sagen, wir wollen das auch gleich per E-Mail versenden. Und wir hätten nun die Möglichkeit, den Kunden zu bearbeiten. Das wollen wir jetzt nicht. Und jetzt können Sie sagen, was, das war's? Ja, das war's. Wir haben jetzt für die Frau Doreen Allmann, die in dem Musterweg 1 wohnt, haben wir eine Rechnung nun erstellt in Höhe von 34,50. Jetzt können Sie sagen, hä, wie kommt denn das? Wo ist denn die? Ganz einfach, ich sage hier Rechnung anzeigen. Dann sehen wir, dass die Rechnung nun vorhanden ist. Frau Doreen Allmann. Jetzt können wir sagen, ja, im Kundenstamm, weil Swabi Profi 3 prüft ja, ob es den Kunden bereits gibt. Wenn es den Kunden gibt, dann sagt er Ihnen, hey, ich habe den Kunden gefunden, soll man den verwenden oder soll man andere nehmen? Dann können Sie sagen, ja, nimm den oder leg den neu an. Und dann legt er Ihnen den Kunden gleich an. Das heißt, da brauchen Sie sich nicht darum kümmern. Und das Coole ist auch das, es wird gleich eine Bestandsaktualisierung vorgenommen. Wir haben hier diese Zahnhocker verkauft. In der Gegenüberstellung sehen wir, dass wir am 21.11. hier bei den Abgangsmengenlisten 2 Stück verkauft haben, und zwar mit der Verkaufsart Ü. Ü steht für Überweisung bzw. Rechnung.
Ja, das ist halt genau die zwei, die wir verkauft haben. Demzufolge hat natürlich auch eine Bestandsreduzierung stattgefunden. Wir haben nun 14 da und vorher waren 16 da. Also alles geht automatisch und innerhalb von Sekunden. Es wird noch, jetzt könnte sagen, ja, muss ich da immer selber draufklicken? Ja, momentan schon noch. Aber es wird einen sogenannten Silent, also leisen Modus geben, der automatisch im Hintergrund diese Liste von selber durchläuft und dann schaut, okay, muss ich jetzt für die eine oder andere Bestellung eine Rechnung erstellen. Wabi Profi 3 unterstützt sie hier auch, dass er sagt, hey, wenn Sie hier nochmal auf Rechnung erstellen klicken, dann sagt er, hey, lieber Benutzer, du hast, schau mal her, am 21.04. mit der Rechnungsnummer 4 schon genau für diese Bestellung eine Rechnung erstellt. Soll ich jetzt tatsächlich nochmal eine erstellen? Also, da ist auch ein gewisser Sicherheitsmechanismus dabei. Auch schön ist hier diese HTML-Vorschau. Hier erhalten Sie eine Vorschau der Original-Mail Ihres Webshops. So, kann ich Ihnen natürlich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht ganz zeigen. Auch klar. Okay. Und hier oben haben wir eine Filterfunktion. Hier können Sie sagen, zeig mir mal alles aus dem Monat Oktober. Aus dem ausgewählten Jahr. Und jetzt zeigt er Ihnen die ganzen Bestellungen. Also er schaut wieder online nach und holt sich die ganzen Bestellungen für Ihren gewählten Zeitraum. Wenn Sie sagen, nee, ich will alles sehen, dann klicken Sie einfach auf den Button X. Da Filter entfernen und er zeigt Ihnen wieder alle Bestellungen an, die jemals getätigt wurden. Interessant ist auch, je nachdem wie Sie Ihren Webshop konfigurieren, muss man manchmal Einfluss auf oder individuellen Einfluss auf eine Bestellung nehmen. Denn es könnte ja sein, dass eine Frau, wir bleiben mal, oder ein Herr oder ein Besteller generell, eine Bestellung bei Ihnen tätigt und Sie haben, das haben wir hier jetzt mal simuliert, einen Mindermengenzuschlag, weil die Bestellung unter den von Ihnen eingegebenen Wert des Bestellshops ist. Beispiel, in unserem Beispiel, Sie sagen 10 Euro Mindestbestellwert, die hat für 7 Euro bestellt, also kommt Mindermengenzuschlag dazu. So, Punkt. Das heißt, diesen Mindermengenzuschlag, auf den können Sie Einfluss nehmen. Die Bestellwerte, auf die können Sie keinen Einfluss nehmen und auf den Gesamtbestellwert auch nicht, weil der dynamisch ist, der rechnet sich aus dem Warenwert plus Mindermengenzuschlag plus Versandkosten. So, warum können wir hier vielleicht Einfluss drauf nehmen oder warum sollte man das? Wenn jetzt der Herr oder die Frau schon das 20. Mal bei Ihnen bestellt, dann ist es ja blöd, dann könnten Sie sagen, pass mal auf, ich schicke sie auch so raus, weil die bestellt ja ständig. Und wenn wir nun diesen Wert des Eingabefeldes ändern und setzen das zum Beispiel auf 0, beachten Sie mal bitte unten die Gesamtsumme des Bestellwertes, so 0, dann ändert sich auch dementsprechend der Bestellwert. Auch könnten Sie an dieser Stelle sagen, ja, okay, der Webshop hat mir, keine Ahnung, 4,50 Euro ausgeschmissen, das ist aber ein großes Paket, das muss jetzt 5,90 sein, dann können Sie es natürlich eingeben. Das heißt, an dieser Stelle können Sie nochmal Einfluss nehmen und eine Bestellung individuell beurteilen oder auch dementsprechend verändern. So, dann sind wir jetzt eigentlich durch mit der Funktionalität. Wie gesagt, es wird einen Silent-Modus geben, vielleicht Ende 2014 schon, der das automatisch für Sie macht. Aber dann haben Sie natürlich keinerlei Möglichkeit mehr, wenn Sie solche Individualanpassungen unter Umständen haben, dass Sie hier noch Einfluss nehmen können, weil der Silent-Modus, der macht das automatisch, der sagt, wenn Mindermengenzuschlag vorhanden, dann nehme ich ihn. Also da können Sie nicht sagen, für den Kunden ja, für den Kunden nicht, das geht leider nicht. Da gibt es eine Regel, die dann allgemeingültig ist. Aber Sie sehen, es ist sehr cool und es ist sehr platzsparend, ja, auch nicht schlecht. Zeitsparend natürlich, weil Sie hier tatsächlich eine Rechnung innerhalb von Sekunden erstellen. Nochmal, Sie gehen rein, klicken auf die Rechnung, wählen die Bestellung aus und sagen Rechnung erstellen. Übernehmen, zack, Verkäufer auswählen, per Mail versenden, und übernehmen. Kunde will ich jetzt nicht bearbeiten. Und das war's. Sie haben jetzt innerhalb von 10 Sekunden eine Rechnung erstellt. Wie cool ist das denn? Waren das überhaupt 10 Sekunden? Weiß ich nicht. So, wenn Sie es jetzt interessiert, wenn Sie sagen, hey, das ist cool, das will ich jetzt wissen, wie das genau funktioniert, dann bleiben Sie jetzt hier dran an dem Video, weil dann zeige ich Ihnen die Hintergründe, was Sie hier beachten müssen. Ich erzähle auch noch ein kleines bisschen was über den Gambio Webshop. Und wie gesagt, wenn Sie sagen, nee, ich wollte nur die Funktionalität wissen, wie es funktioniert, dann ist jetzt an der Stelle eigentlich für Sie Schluss. Dann können Sie jetzt aufhören. Wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie die Backgrounds, wenn Sie ein bisschen in die Tiefe noch was wissen wollen, dann bleiben Sie jetzt bitte dran. So, wie ich feststelle, sind Sie dran geblieben. Dann kommen wir jetzt mal dazu, wie kommen Sie jetzt überhaupt auf Ihre Datenbank?
ganz einfach. Auf Ihre Datenbank kommen Sie, weil Sie haben ja die Zugangsdaten. Entweder Sie haben es über den Einrichtungsassistenten von Gambio gemacht oder Sie haben das vielleicht bei den Gambio-Leuten einen Auftrag gegeben oder Sie haben es selber gemacht oder Sie haben gesagt, wir sollen das für Sie machen, das heißt, wir sollen Ihnen Ihre SQL-Datenbank irgendwo einrichten. Durchaus alles denkbar. Auf jeden Fall, irgendwo haben Sie einen Server, auf den Ihre Datenbank liegt. So. Beim ersten Start, wenn wir jetzt auf Verkauf gehen und wir gehen auf Webshop, so, das muss ich jetzt leider ein bisschen ausgrauen, weil ja, sonst Sie hier die Informationen unseres Datenbankservers sehen würden, kann ich so nicht zulassen. Deswegen habe ich es jetzt hier ausgegraut, aber es ist ja verständlich. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erst einen Datenbanktreiber, und zwar den MySQL Datenbanktreiber. Und zwar in der Version 5.3, den ODBC. Wo kriegen Sie den her? Ganz einfach. Sie gehen ins Internet. So. Ich mache das mal bloß so. Ja. Sie gehen ins Internet auf mysql.com, gehen auf Downloads und dann auf Community. Wenn Sie da sind, finden Sie diesen Connector. Den Connector, den ODBC. Was momentan notwendig ist, ist die Version. Das heißt, es muss die Hauptversion 5.3 sein. Also 4 hinter ist egal oder 6 ist auch egal. Aber die Hauptversion muss momentan noch 5.3 sein. Das wird in naher Zukunft wird das variabel sein. Aber wir brauchen diesen Treiber. Den laden Sie sich dann herunter, und zwar den x86, also sprich den 32-Bit-Treiber für Windows, laden Sie sich herunter und installieren den. Wenn Sie den installiert haben, dann finden Sie in den Geräteeigenschaften, und zwar, ich mache das mal das Windows, na wo haben wir es denn? Einstellungen, Systemsteuerung. In der Verwaltung finden Sie dann unter, na hier, ODBC Datenquellen. Bei den Datenquellen sollte der Treiber, wenn Sie ihn richtig installiert haben, auch auftauchen. Hier bei Treiber. Also nicht bei Benutzer-DNS oder sonst irgendwo, sondern bei Treiber. Weil Benutzer-DNS spezifiziert ja eine explizite Verbindung und der Treiber sagt lediglich, ich bin installiert und zur Verwendung bereit. Sie sollten dann in dieser Liste irgendwo hier MySQL, ODBC, Unicode und den ANSI-Driver drauf haben. Wenn das drauf ist, dann haben Sie es richtig installiert. Nach der Installation eines Treibers empfehle ich Ihnen dringend, Ihren Rechner neu zu starten. Wavi Profi 3 liest dann alle verfügbaren oder installierten Treiber aus und sagt, schau lieber Benutzer, da habe ich die Treiber. So, ich bitte Sie immer noch momentan den 5.3er zu verwenden, weil der einfach gut funktioniert. Dann wählen Sie den ODBC-Treiber aus, hier oben, und geben nun in das Eingabefeld rechts neben MySQL, SQL Server, Ihre Serveradresse an. Dann geben Sie den Datenbanknamen an, eventuell einen Port, also MySQL hat eigentlich immer einen Port, meistens ist es 3306, Ihren Benutzernamen und natürlich Ihr Passwort. Und dann können Sie auf Verbindung testen klicken. Wenn die Verbindung fehlschlägt, ja dann sagt er, hey, geht nicht, überprüfen Sie Ihre Eingaben. Haben Sie hingegen Ihre, haben Sie alles richtig eingegeben, und zwar ich gebe das jetzt mal richtig ein und sage jetzt Verbindung testen, dann sagt er, okay, die Verbindung konnte hergestellt werden, Sie können jetzt nun den Connection String speichern. Sie sollten dann auf Speichern klicken. So. Dann hat er den String gespeichert und kann nun, wenn Sie über Verkauf, Webshop, Verkäufe, Gambio reingehen, passiert genau das. Wenn die Verbindung nicht funktioniert, dann zeigt er Ihnen beim Aufruf dieses Fensterchens, also wenn Sie sagen, ich will jetzt die Gambio-Verkäufe sehen, dann zeigt er Ihnen dieses Konfigurationsfensterchen an, was wir gerade gesehen haben, in der Sie Ihre Verbindungsdaten eingeben können. Denn nur mit einer Verbindung, die auch existiert, also zu einer existierenden Datenbank, kann es natürlich funktionieren. Nur dann geht's. So, dann möchte ich jetzt vielleicht abschließend noch 2-3 Worte über den Gambio verlieren. Unter www.gambio.de kommen Sie auf die Gambio-Homepage. Ist ein sehr schöner Shop, so wie ich persönlich finde. Baut, glaube ich, auf X oder XT-Commerce auf. Also bitte nageln Sie mich jetzt nicht drauf fest. Und ist so, wie ich finde, sehr, sehr günstig. Denn wenn Sie keine Updates machen, hier bei Preise, ist es so, kostet Sie der Shop 149 Euro einmalig. Ja?
Wenn ich das persönlich richtig verstanden habe, haben sie Updates für 12 Monate mit dabei für diesen Preis von 149 Euro. Wenn sie sagen, ich will keine Updates, dann kostet sie das wahrscheinlich nichts oder haben sie wahrscheinlich keine Folgekosten. Und wenn sie sagen, ja, ich will Updates haben, ja, dann kostet es wahrscheinlich 149 Euro im Jahr, so habe ich das persönlich verstanden. Was aber mich persönlich sehr, sehr begeistert, ist Folgendes. Und zwar ist die Administrationsoberfläche von Gambio, die, wie ich persönlich finde, sehr logisch, sehr schön und einfach aufgebaut ist, so dass man sie relativ leicht verstehen und sich relativ schnell einarbeiten kann. Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Überlegen wir mal, ob wir jetzt noch was vergessen haben. Zusammengefasst, Sie können eine Rechnung innerhalb von 10 Sekunden, also einen Verkauf Ihres Webshops innerhalb von 10 Sekunden erstellen lassen. Sie haben eine Rechnung, automatische E-Mail-Generierung. Das Einzige, was Sie natürlich noch tun müssen, ist den dementsprechenden Paketaufkleber danach zu drucken, klar. Und ja, das war es dann im Prinzip schon. Aber die Anbindung an Hermes, an die Hermes API, also das heißt an die Hermes Versandschnittstelle, ist geplant und steht auch im Zeichen oder in der To-Do-Liste für 2015. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald. Tschüss!